Hüte dich vor fremden und bereits gesattelten Pferden, es sei denn, du möchtest Bekanntschaft mit einem Kelpie machen und als sein Snack enden. Und mit diesem Zitat heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Bereich der Mythologien und Fabelwesen. Mit dem heutigen Video komme ich dem Wunsch von dem guten Ragi nach. Er hat nämlich schon vor einer ganzen Weile vorgeschlagen, dass ich ja auch mal ein Video zu den Kelpies machen könnte. Und wenn ihr bestimmte Wünsche habt, welches Fabelwesen oder welche Mythologie ich vorstellen könnte, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr möchtet, hinterlasst auch sehr gerne ein Like und ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Ansehen. Bei den Kelpies handelt es sich um gruselige und recht böse Wassergeister, die, wie ihr es euch schon denken könnt, vor allem als Antagonist fungieren. Sie sind in der keltischen Mythologie beheimatet, wo sie vor allem die Gewässer, Flüsse und die Lochs des schottischen Hochlandes unsicher machen. Und dort leben sie vor allem in den tiefsten Seen und in den tiefsten Flüssen. Was ihre Handlungsweisen betrifft, gehen sie ganz schön tricky vor. Die Kelpies versprechen Wanderern nämlich sicheres Geleit über eben jene Flüsse und Seen. Doch in Wahrheit ist das Ganze nur ein Vorwand, denn sobald die Wanderer auf den Rücken der Kelpies sind, werden sie von ihm gefesselt und in die Tiefe gezogen, wo sie dann als lecker Frischfleisch für die Kelpies enden. Und je nachdem, was die Kelpies für Gestalten annehmen, benutzen sie dafür verschiedene Wege, auf die ich gleich nochmal mehr eingehen werde. Ganz früher hatten die Kelpies nämlich auch mal eine andere Aufgabe. Einst waren die Kelpies nämlich als Diener tätig für den Meeresgott und arbeiteten auch an dessen Hofe, wo sie vor allem als Reitzug und als Lasttiere benutzt wurden. Ursprünglich war ihr Fell einmal schwarz und manchmal auch weiß und die Kelpies erkannte man vor allem an der nassen Mähne und anhand des blauen Schimmers. Ob man ihre Haut berühren wollen würde, weiß man auch nicht so genau, denn ihre Haut war eher weich und kalt und ähnelte damit der Haut einer Robbe. Wie ich es ja auch vorhin erwähnte, nimmt der Kelpie gerne verschiedene Gestalten an. Einmal offenbart er sich auch sehr gerne als ein Pferd, dann vor allem bei Kindern und präsentiert sich als ein schwarzer, rassiger Hengst mit wehender Miene und inklusive Zaumzeugs. Dabei unterscheidet er sich auch nicht wirklich von der Größe von anderen Pferden. Aber der Kelpie kann auch als Mensch auftauchen, wobei er sowohl männlich als auch weiblich sein kann. Als Mensch ist er von so einem, ich sag mal, wunderbarem Wesen das genaue Gegenteil. Gerade als Mann ist er sehr stark behaart und sein Kopfhaar ist auch eher lang und sehr zottelig. Man kann also schon sagen, dass der Kelpie von der Figur her eher plump ist, so dass man ihn vielleicht nicht wirklich als ein Fabelwesen ausmachen kann, was ja aber auch wieder die perfekte Tarnung darstellt. Aber man sollte sich auch vor Delfinen hüten, denn dahinter könnte sich auch ein Kelpie verbergen. Aber wie kann es denn nun dazu kommen, dass ein Kelpie in Form eines Pferdes an seine Beute kommt? Wenn es denn soweit ist, taucht der Kelpie oft tropfnass aus einem tiefen Flussufer auf und wartet oft am Wegesrand auf seine Beute. Und stellt euch dabei folgende Situation einmal vor. Man selbst ist wirklich seit Tagen unterwegs, man hat keinen Krümel zu essen mehr, der Trinkschlauch ist schon längst verstaubt und bis zum nächsten Dorf oder zur nächsten Siedlung oder Stadt ist es noch ein kaum zu tragender Weg. Da kommt einem so ein fremdes Pferd doch schon fast wie ein Segen vor, vor allem wenn es ja auch schon gesattelt ist. Da ist es ja auch verständlich, dass man dem Pferd nur sehr schwer widerstehen kann, aber wenn man dann einmal in die Nähe des Kelpies gerät, ist es auch häufig leider schon zu spät. Dann setzt der Kelpie seine durchnässte Mähne auch schon als eine Waffe ein. Er fesselt den Körper eng zusammen und rennt in Windeseile zum Flussufer. Aber hier kommt dabei auch der große Haken, denn der Kelpie rennt nicht etwa über den Fluss herüber, sondern er läuft ja nun leider direkt mit dem Reiter in den Fluss herein, mit dem Resultat, dass er den Reiter dann sehr genüsslich verspeist. Noch makaberer aber ist das alles in Menschengestalt. Dann versteckt sich der Kelpie nämlich zwischen Gras oder Büschen nahe einer Straßenbiegung und wartet nur auf das nächste Lebewesen, welches auf einem Pferd reitet. Und ist der Moment erstmal gekommen, springt der Kelpie wie aus dem Nichts auf
Er platziert sich hinter dem Reiter, umschlingt ihn mit seinen behaarten Armen und wenn erstmal das letzte bisschen Luft aus seinem Körper entwichen ist, lässt sich der Kelpie rücklings ins Wasser fallen und freut sich daraufhin sehr über seinen Fang. Ja, vor allem seine Zähne. Aber der Kelpie kann sich auch als eine Frau ausgeben. Dann erschafft er nämlich von sich selbst eine wunderschöne Illusion und lockt Männer so direkt in die Falle. Aber die Hoffnung ist auch nicht immer verloren, denn wenn man ganz zufällig das richtige Rüstzeug dabei hat, kann man auch etwas gegen den Kelpie unternehmen. Denn der Kelpie hat ganz offensichtlich etwas gegen das Heiraten. Ganz genauso wie mein randalierender Kater. Der Kelpie ist nämlich sehr empfindlich gegenüber einem Brautschleier. Also muss man ihm ja nur einen draufsetzen, denn wenn es soweit ist, hat der Kelpie keinen eigenen Willen mehr. Dennoch sollte man aufpassen, denn wenn der Brautschleier erstmal verrutscht ist oder sogar abfällt, sollte man schnell das Weite suchen, denn dann wird der Kelpie wieder Herr über seine eigenen Sinne und will sich fürchterlich rächen. Oder aber es gibt auch noch einen anderen Weg. Der Kelpie kann einem auch dann gehorchen, wenn man ihm sein eigenes Zaumzeug überstreift. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn wenn der Kelpie seine Grenze erreicht hat, belegt er den Herren samt seinen Nachkommen mit einem ewigen Fluch. Leider ist es ja nun aber auch so, dass man vor einem Kelpie kaum fliehen kann, vor allem wenn schlechtes Wetter herrscht. Bei guter Sicht sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus, denn wenn man auf das Wasser schaut und galoppierende Hufe sieht und hört, verbirgt sich dahinter auch gerne ein Kelpie, also sollte man dann auch sehr schnell das Weite suchen. Der Kelpie hatte natürlich auch seine Sagen und Legenden, von denen ich euch ein paar vorstellen möchte. Eine dieser Sagen zeigt nochmal deutlich, dass sich hinter einem Kelpie auch ein großer und starker Mann verbergen könnte. Eins wollte ein besorgter Mann zu seiner kranken Frau aufbrechen, doch es bestand das Problem, dass sich seine Frau auf der anderen Flussseite des Flusses Don in Schottland aufhielt. Doch ein großer und stattlicher Mann bot dem Ehemann Hilfe an, er wollte ihn über den Fluss hinübertragen, da die einzige Möglichkeit zur Überquerung, nämlich eine Holzbrücke von den reißenden Fluten zerstört wurde. Darüber dankbar nahm der Ehemann das Angebot an, doch als sie die Flussmitte erreicht haben, schlug der Kelpie zu, der Ehemann konnte tatsächlich fliehen und gelang auf die andere Flussseite. Natürlich wurde der Kelpie zornig und sehr, sehr böse, was er damit zeigte, dass er dem Ehemann einen Felsbrocken hinterher warf. Und dieser Felsen ist heutzutage immer noch zu finden, und zwar in Corgraff in Aberdeenshire. In einer weiteren Sage heißt es, dass ein Waisenjunge einst einen Berg besteigen wollte und für ein erfrischendes Bad eine Pause einlegte. Und dort befand sich das schönste Pferd, das er je in seinem Leben gesehen hatte. Er konnte sich nicht bremsen, er wollte unbedingt auf das Pferd aufsteigen, doch dann kam es zur großen Ernüchterung, denn das Pferd war eigentlich gar kein Pferd, sondern natürlich ein Kelpie und das Resultat davon war, dass er den Jungen in den Bergsee hineingezogen hat, wo er schließlich ertrank. Aber trotz dass es all die negativen Sagen und Legenden gibt, hat es tatsächlich einmal ein Junge geschafft, vor dem Kelpie zu fliehen, auch wenn er dafür ein großes Opfer bringen musste. Auch dieser Junge konnte es sich nicht verkneifen. Er wollte das Pferd unbedingt streicheln und das Resultat davon war, dass er seine Finger von diesem Wesen nicht mehr lösen konnte. Doch sein Lebenswille war so groß, dass er den Mut dazu fand, sich einen Finger abzuschneiden und so schnell wegzulaufen, wie es ihm möglich war. Einst war es auch ein Kelpie, der von einem Müller einen Sack Mehl stehlen wollte. Dieser Müller wurde so böse, dass er eine magische Rute nach dem Dieb warf. Der Kelpie stürzte fürchterlich und brach sich dabei ein Bein. Er fiel in einen Mühlgraben, wo er auf sein Ende fand und genau das war der letzte Kelpie, den man je gesehen hat. Natürlich zweifeln viele Menschen daran, dass es Kelpies wirklich gab und dass das alles noch großer Humbug sei. Aber es soll tatsächlich einen Beweis für die Existenz von jenen Kelpies geben, denn wenn man die Reise zum Wayne Castle in Angus wagt, soll man an dessen Ufer einen Stein finden, auf welchem sich der Fußabdruck eines Kelpies befindet. Aber auch heutzutage kann man der
Faszination der Kelpies einfach nicht entkommen. So finden sie auch nicht selten in bestimmten Buchreihen Erwähnung, aber sie kommen auch in diversen Serien sowie in der Kunst vor. Der Bildhauer Andy Scott erschuf nämlich zwei Skulpturen in Form von Pferdeköpfen aus Stahl, die etwa 30 Meter hoch sind, in dem Park zu Helix, welcher sich in Schottland und dort in der Nähe vom Forth and Clyde Kanal in Falkirk befinden. Und diese Skulpturen bekamen von ihm die Namen The Kelpies, also auf gut Deutsch übersetzt die Kelpies. Aber die Kelpies kommen auch im Reboot von der Kinderserie DuckTales aus dem Jahr 2017 vor. Dort bekommen es die drei Entenbrüder Tick, Trick und Track auf einer schottischen Golfanlage nämlich mit zwei Kelpies zu tun. So, meine Lieben, damit wären wir auch am Ende meines Videos angelangt. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst sehr gerne ein Like oder einen Kommentar oder auch gern beides. Macht euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.